Alter, Nein! Nein! Zungenkuss. Oh Mann. Willst du raus, der Zombie? Aber das kannst du wohl mal abhaken, würde ich sagen. So, Pistolenmunition haben wir auch wieder gut eingesteckt. Ich habe da vorne irgendwas riesengroßes gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich werde es mir angucken mit euch. Aber nur mit einer starken Waffe in der Hand. Alter. Was ist das denn? Das lebt! Aber man kann ihm nicht schaden. Oh nee, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Okay, hier geht's hoch, theoretisch gesehen. Und da hinten geht's hoch. Nochmal hier zuerst lang. Man weiß ja nie, was richtig ist, ne? Oder was falsch ist. So. So. Weggefickt, diese Ratten da. Alles klar, Pistole wieder in die Hand genommen. Schlafraum 2, Sicherheitsdienst. Gehen wir mal kurz rein. Hier sieht es wenigstens nicht ganz so assi aus. Toll, eine Tür ohne Klinke. Ist doch mal was Schönes, oder? Yeah, Schlampe. So geht's. Huch. Ja, komm, beruhigt mit einem durchgeburzelt werden da. So, Freunde, jetzt eine Wette. Wie viele von den dreien stehen auf? 1, 2 oder 3? Schreibt in die Kommentare. Und los geht's. Ne, es sind sogar 4. Einer ist aufgestanden. Ich schieße jetzt extra nicht auf die Köpfe, nur um zu testen, ob die aufstehen. 2 sind aufgestanden. Schrotpatron, okay. Nichts Gescheites. Sie ist auf. Auf Zeit oder was? Was? Ah, alles klar. Okay, Freunde, 2 sind Wer macht denn Schmusi-Schmusi mit so einem Werwolf im Bett? Tja, 2 sind aufgestanden. Wer hat dafür getippt? Wir werden sehen. 2 Medipacks, wofür auch immer. So schlecht spielen wir auch nicht, dass wir 2 Medipacks brauchen. Aber hier, so Munition ist nie verkehrt. Maschinenpistole, ja, ja, immer her damit. Genau, mit dem Ellbogen einfach mal die ganze Welt bewegt. Okay, Fakt ist, hier musste man nicht lang. Der wird immer noch gebrutzelt. Steht noch einer auf? Nein, okay. Dann war das doch schon mal ein wertvoller Test. Lecker sieht anders da aus, merke ich gerade. Ich glaube, die muss man einfach wegficken mit dem Flammenwerfer. So. Komm, die kaputte Rattenvieh. Ah, es ist tot. Größtenteils. Jetzt ist es tot. Was ist das? Das Wissenschaftsmodul, da muss ich ja rein, ne? Und das geht sogar auf. Ja, nice. So, Unterwassertunnel. Oh Mann. Da will ich natürlich gar nicht lang. Wo kommen wir da hin?
Tja, irgendwo kommen wir auf jeden Fall hin, ne? Ja gut, eine kaputte Glasscheibe erschreckt mich jetzt noch nicht, ne? Okay, das kriege ich schon mehr. Die Dreckshaus ist einfach mal unsichtbar. Ja, genau. Aber sie stirbt, wenn man ihr auf den Kopf schießt. Okay. Na, das werden noch erschreckende Szenen, Freunde. Da bin ich mir sicher. Oh. Das Riesenvieh sieht nicht schön aus. Hallo? Eklig? Ja, du bist eklig. Genau. Genau du. Geht's mal ohne Scheiß. Drückt jetzt ernsthaft drauf. Was geht von den Dingern jetzt auf? Ich bin bereit. Ich bin fettkampfbereit, Alter. Ich hau euch alle kaputt. Ich weiß es, ich tu's. Mir ist es scheißegal. Eins von denen geht bestimmt kaputt, oder? Oder? Oder nicht? Was haben wir denn hier? Zum Wissenschaftsmodul. Das ist ja da, wo wir hin müssen. Was ist das? Steht nicht. Aber die Tür geht auf, also gehen wir da rein. Oh, hier liegt ein Zettel. Ein Bericht über den Lebenszyklus der Exocells. Okay. Wow. Das Ding ist lohnenswert. Ja gut, ist ja auch verstrahlt, Digga. Da will ich eh nicht rein. Gehen wir wieder raus. Das war auf jeden Fall mal eine schöne Ansicht. Das ist ein schöner Raum, haben sie nett eingefügt. So, was ist das? Gehen wir natürlich auch mal rein. Ganz klar, der steht auf. Die müssen auch aufstehen, aber es erlauben mir alles nicht. Und wir kriegen Pistolenmunition. Das ist sehr nett. Sehr, sehr nett. Und der hat nichts dabei. So ein Baby, hä? So ein Baby ist der Süße. Ja, aber einer ist auch geflohen, oder? Das Scheißding klemmt. Was habe ich denn jetzt überhaupt gedrückt? Ja, gar nichts irgendwie. Alles klar, wir haben hier irgendwas gemacht. Ich weiß nicht was. Ey, nicht, dass wir jetzt auf einmal die Scheiße geöffnet haben. Lieber mal die Schrotflinte in die Hand nehmen. Aber nee, sieht sauber aus. So, was haben wir hier? Erstmal nachladen. Dekontaminationskammer, Zugang. Was das heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mir dieser Raum hier nicht gefällt. Oh. Boah, Alter. Ja, die sind eigentlich genau wie die Zombies, nur dass die halt unsichtbar werden. Alter, einen bösen Schaden reinhauen. Stehen die eigentlich nochmal auf? Ja, anscheinend schon, das wird er nicht auf den Kopf treten. Schrotflinte. Au. Oh. Treten auf. Der Raum ist eklig. Er ist asi. Brutal und schlimm. Etwas auf den Flammenwerfer. Okay, irgendwas ist hier rausgekrochen gekommen und ich weiß nicht was. Eine Notiz über gelbe Dampfventile. Ja, da kann man drauf schießen und dann alles gut. Ne? Dann gibt es hier ein bisschen Feuer, Feuer, Gangbang. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Klar. Dekontaminationskammer. Gut.
Was wir damit anfangen können, weiß ich nicht. Aber hier wird wohl irgendwas mit den Viechern erforscht. Dekontamination. Also kontaminiert heißt ja auf jeden Fall, dass die Verstrahlter vergiftet sind. Dekontamination, kann man jetzt denken. Das Gegenteil vielleicht. Ich muss da rein bestimmt, ne? Oh. Die halten aber ganz schön was aus, Alter. Die laufen. Ah, die stehen ja wirklich auf. Die stehen ja wirklich auf, die Fotzenviecher. Das ist ja Asi schon wieder. Der Raum ist nicht für mich bestimmt, ganz klar. Okay, was gibt's hier? Nix. Also war das auch wieder umsonst. Ach, naja. Hauptsache, es hat uns einen Schrecken eingejagt. Und Hauptsache, wir haben alles gesehen. Oder wir sehen alles. Oder das meiste. Ist ja entscheidend sowas, ne? Das Problem ist, wenn man jetzt so rennt, man würde diese Asche da gar nicht sehen. Denke ich mal jetzt. Ich versuche mal jetzt genau drauf zu passen, ob man die sehen würde oder nicht. Okay, zu unserem Glück kam keins. Ach, scheiße, Freunde. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch gegen so ein Vieh kämpfen irgendwie. Das Scheißding klemmt. Ja, habe ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Aber gegen was ich was habe, ist, dass wir kaum noch Munition haben. Und jetzt in dieses riesengroße Labor müssen, wenn es groß ist. Huh? Ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Damit habe ich nicht gerechnet. Alter! Jetzt hast du mir einen bösen Schrecken eingejagt, Mann. Pistolenmunition, das ist gut. Die verwende ich natürlich am liebsten. So. Das haben sie wieder zusammengefügt. Das ist gut. Also könnten wir jetzt theoretisch gesehen hier rüber. Ganz schön groß, diese scheiß Bohrinsel. Also das Spiel war echt nicht klein gemacht. Ich glaube, das ist echt kleiner in Erinnerung. Beziehungsweise kürzer, aber leider nicht. Leider muss ich dann noch mein Herz damit beeinträchtigen. Ach, hier sind wir wieder. Das Hauptbohrmodul. Irgendwo war der jetzt nämlich lang, ne? Aber jetzt ist echt die Frage, ob wir hier richtig sind oder nicht. Wir werden es erfahren, wenn hier ein Monster kommt. Wenn nicht, dann sind wir falsch. Scheiße, ich weiß das jetzt gar nicht. Was ist denn das für ein Raum? Sanitätsraum. Waffenkammer. Munition ist hier schon mal gut. Als wäre dieser Weg nicht mal falsch. Oh ja. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Hier liegt noch etwas. Okay, das, damit hätte auch nur Munition ausgedrückt. Alles klar, dann sind wir hier schon mal nicht richtig. Sanitätsraum könnte ich natürlich auch nochmal reingehen. Und jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo klarkommen würde. Aber ich brauche ja kein Medipack oder irgendwas. Scheißding klemmt. Ja, ja, halt die Schnauze einfach wieder raus und gut ist. So. Gucken, ob jetzt hier ein Gegner kommen würde. Ich vermute ganz ehrlich nicht. Was auch besser wäre, dann wüssten wir wenigstens, dass wir falsch sind. Warte mal, wir können eigentlich nur falsch sein. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Und gucke jetzt einfach mal, ob wir durch irgendein anderes, durch irgendeine andere Tür gehen müssten. Das vermute ich nämlich jetzt mal eher. Alter, das kann doch einfach nicht richtig sein, oder Freunde? Sag doch mal ganz ehrlich. Oh.
Das Spiel tötet mein Herz, mein Gehirn, mein alles. So, rein da. Muss mal durchstrecken, von da kam wir. Das ist ja jetzt hier. Was steht drauf? So ein Wissenschaftsmodul. Ich werde das Gegenmittel in Kamskis Labor finden. Das Gegenmittel, ich werde einfach durch den Aufzug gehen, ohne in den oberen Stock zu fahren. Kamskis Labor. Kamskis Labor. Das Scheißding klemmt. Tja, ich glaube, da müssen wir doch nach unten irgendwie. Aber so oder so würde ich sagen, Freunde. Das Wissenschaftsmodul. Also es muss auf jeden Fall hier in dem Wissenschaftsmodul sein. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.